Im heutigen Markeflüster versuche ich zu zeigen, warum der Absturz nicht mehr weit entfernt ist. Und damit allerherzlichst willkommen, meine Damen und Herren. Was ist damit gemeint? Gemeint ist der Absturz der US-Konjunktur. Und wenn die US-Konjunktur abstürzte, dann ist es auch mit der Weltwirtschaft nicht mehr so furchtbar weit her. Gemeint ist der Absturz dann auch der Wall Street. All das allerdings wohl noch nicht in 2018, aber sehr wahrscheinlich in 2019. Und was wir derzeit jetzt zum Beispiel heute an den Märkten erleben, das ist noch nicht dieser Absturz, das ist noch eine Korrektur innerhalb eines Bullenmarktes. Wir sehen zwar jetzt beim Dow Jones in Punkten den größten Zweitagesverlust seit September 2016, also seit gut eineinhalb Jahren. Aber wie gesagt, das ist noch nicht der Anfang vom Ende, das ist nur eine Korrektur, die sich nicht zu einem Crash ausweiten wird. Das haben wir aber wahrscheinlich noch vor uns und ich will Ihnen zeigen, warum. Es gibt nämlich hier eine sehr, sehr interessante Grafik, die die zugrunde liegenden wirklich wichtigen Mechanismen zeigt. Und hier diese Grafik von Chris Hamilton zeigt sehr schön, wie sozusagen Crashes sich ankündigen, nämlich stets durch eine massiv fallende Sparquote. Auf der einen Seite, Sparquote ist das, was man von seinem Gehalt sparen kann, zur Bank tragen kann zum Beispiel auf der einen Seite und dem Nettovermögen von Haushalten. Und diese Nettovermögen der Haushalte steigen in den USA derzeit massiv, vor allem wegen den Immobilienpreisen. Heute Cash-Schiller-Hausindex, der gezeigt hat, dass die Preise massiv weiter steigen, etwa in Seattle mit über 12% zum Vorjahresmonat. Das heißt, die Amerikaner, die Immobilien besitzen, werden auf dem Papier immer reicher und sie werden eben vor allem auch durch die Aktienmärkte immer reicher. Es gibt jetzt den neuen Trend auf Twitter und anderen sozialen Medien, dass viele sagen, hey, ich bin jetzt Millionär geworden, weil eben das Aktiendepot so gut läuft. Das sind so Anzeichen, die einen nachdenklich stimmen sollten, wie auch immer. Wir sehen hier in den Jahren 2005 zum Beispiel, hat die Sparquote ein bisheriges Allzeittief erreicht bei 2,3%. Wir sind jetzt im vierten Quartal 2017 bei 2,4%, werden wahrscheinlich jetzt im ersten Quartal 2018, was die Sparquote betrifft, noch einen neuen Allzeitrekord, Allzeitniedrigstrekord sozusagen aufstellen, werden gleichzeitig eben das Nettovermögen eben aufgrund der gestiegenen Vermögenspreise für Aktien, für Immobilien auf einem neuen Allzeithoch liegt. Da gehen wir wahrscheinlich hier über die 700%-Marke. Und das bedeutet, dass jeder Crash sozusagen, den wir in letzter Zeit gesehen haben, eben bedingt war hier durch eine stark abfallende Sparquote bei gleichzeitig massiv steigenden Vermögenspreisen, die die Haushalte auf dem Papier reicher gemacht haben. Dann aber fallen diese Vermögenspreise. Es gibt aber nicht genug Sparvolumen, um das aufzufangen. Die Leute werden auf dem Papier viel, viel ärmer, müssen immer mehr versuchen anzusparen, weil sie auf dem Papier ärmer werden. Deswegen geht dann die Sparquote regelmäßig hier nach oben, zum Beispiel hier im Gefolge der Finanzkrise und so weiter, sehen wir also immer diesen einen Mechanismus, der dann früher oder später dazu führt, dass sich diese Linien wieder angleichen. Die Sparquote geht nach oben, das Nettovermögen geht nach unten und derzeit haben wir eine solche extreme Spanne wie noch nie und das dürfte dann mit einiger Zeitverzögerung, wie es eben in den Jahren 2005, 2006, 2007 war, wie es im Jahr 1999 war. Hier sehen wir niedrige Sparquote bei hoch der Nettovermögen. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit eben extrem hoch, dass diese Charts sich wieder angleichen, also die rote Linie nach oben geht und die blaue nach unten. So ist es immer gewesen und das passiert eben durch einen massiven Fall der Assetpreise, mithin also durch einen Fall der Immobilienpreise. Viel weniger, immer weniger Amerikaner können sich das ja leisten, was da derzeit passiert und gleichzeitig einem Anstieg der Sparquote. Das ist das eine. Das zweite Kennzeichen übrigens, dass jeder Rezession vorausgegangen ist in den letzten Jahrzehnten, war eine invertierte Zinskurve in den USA, mithin also, dass die länger laufenden Anleihen weniger rentieren als die kürzer laufenden, denn danach kam es jedes Mal, ein Jahr danach, nachdem die Zinskurve invertierte, zu einer Rezession. Ich will Ihnen noch was anderes zeigen, was so ein bisschen auf den Punkt bringt, was derzeit an der Wall Street eigentlich los ist, und zwar gibt es eine Kategorie von Aktien, die genannt wird in den USA MCBM. Das ist nämlich McDonald's, Caterpillar, Boeing und 3M. Also alles Unternehmen, die relativ traditionelles Geschäft machen, jetzt nicht irgendwelche Technik-Highflyer wie McDonald's zum Beispiel. Die machen ja immer dasselbe Geschäft. Und hier sehen wir diese vier Aktien, die MCBMs, die sich deutlich besser entwickeln als die FANG-Aktien, also Facebook,
Amazon, Netflix und Google, das waren die absoluten Gewinner eigentlich der letzten Monate und Jahre, seit dem Jahr 2015 genauer gesagt. Und wenn wir uns mal die Bewertungen dieser Aktien anschauen, dann sehen wir, dass es immer relativ konstant und geht dann plötzlich im Jahr 2015, Anfang 2016 massiv nach oben. Die Bewertungen verdoppeln sich und das angesichts einer Situation, die wir hier sehen, nämlich dass das Umsatzwachstum immer geringer wird, sogar negativ wird derzeit. Das heißt, die Bewertung hat sich verdoppelt, während gleichzeitig das Umsatzwachstum sich jetzt sogar schon verringert, negativ wird. Und das zeigt einmal mehr, was da eigentlich gespielt wird. Und warum steigen diese Aktien? Einfach deshalb, weil diese Aktien Lieblinge sind von ETFs, die eben vor allem orientiert sind für auf Aktien, die dividendenstark sind oder auf Unternehmen, die eben gerne Aktien zurückkaufen, so wie bei McDonald's, so wie bei Boeing, so wie bei Caterpillar, so wie bei 3M. Man möchte also hier teilhaben an dieser Erfolgsstory. Dadurch kaufen wahnsinnig viele Profi-Investoren, auch Privatanleger, nicht die Aktien einzeln, sondern kaufen eben ETFs, in denen gerne diese Aktien übergewichtet sind. Und so entsteht praktisch ein völliges Ungleichgewicht zwischen Fundamentaldaten, die eigentlich nach unten zeigen, und Bewertungen, die sich verdoppeln. Hat mit der Realität nichts mehr zu tun, zeigt eine gewisse Marktverzerrung durch ETFs, die ja einen riesen Siegeszug hinter sich haben, der absolut bedenklich ist. Aber kommen wir zum heutigen Tagesgeschehen und schauen uns mal die Dinge an. Was wir hier sehen, ist der DAX, der sich eigentlich noch ganz ordentlich hält angesichts der Situation. 13.205 Punkte, wir sind mal unter die 13.200er Marke gedippt, aber so schlimm war es nicht. Wir haben hier als Unterstützung die 13.130er Marke. Schauen wir uns die US-Indizes an, da sehen wir den S&P, ja, durchaus getroffen, 2.828. Am Freitag hatte ich gesagt, wir haben ein Verkaufssignal, da hat der eine oder andere gesagt, ja, das ist doch Bankenpropaganda, die wollen die Anleger täuschen, aber dieses Verkaufssignal, dass die Bank of America mit ihrem Bull and Bear Ratio ausgerufen hat, Bill & Bear Indicator ausgerufen hat, das scheint jetzt eingetroffen zu sein. Wir sehen also Schwäche auf breiter Front an den Aktienmärkten in den USA, vor allem beim Dow Jones. Das liegt einfach daran, dass vor allem marktschwere Titel wie United Health Group, werden wir gleich sehen, schwer unter Druck sind, nachdem Amazon, JP Morgan und Berkshire Hathaway irgendwie eine ganz merkwürdige Idee haben, nämlich irgendwie eine eigene Firma zu gründen, die dann die Gesundheit ihrer Angestellten verbessern soll. Sehr mirakulös, jedenfalls die gesamte andere Pharma oder der gesamte Pharmasektor, der immer, der oder überhaupt die Märkte insgesamt ja immer sofort reagieren, wenn Amazon in irgendein Feld geht, dann kracht es da, weil alle denken, Amazon wird den großen Siegeszug da machen. Jedenfalls ist eben der Dow Jones besonders davon betroffen, 26.168. Wir sehen Nasdaq einigermaßen noch in der Spur, 6.942. Dow Jones heute der große Verlierer. Wir sehen den Euro, um jetzt zur Devisenseite zu kommen, jetzt unter der 1,24. Ist wahrscheinlich nur eine technische Korrektur, die vielleicht noch ein Stück weiter gehen kann, aber wohl nicht die Trendwende im Dollar. Heute Nacht ja auf etwa 2-3 Uhr die Rede von Donald Trump, State of the Union, das wird von Bedeutung sein. Wir sehen jetzt Dollarstärke 108,87 beim Dollar-Yen. Schauen wir uns mal Gold an, kommt jetzt auch unter Druck. Also wir sehen jetzt gerade so eine Erstarkung des Dollars, 1339 Gold. Wir sehen Silber bei 17,16 Dollar, sehen, dass auch Öl jetzt federn lassen muss, WTI, nachdem die Longbestände, wie ich schon öfter sagte, so extrem sind. Wir haben heute Zahlen unter anderem von SAP gesehen, auch von Pfizer gesehen, auch von McDonald's gesehen. Eigentlich die Zahlen waren alle ganz gut, trotzdem die Aktien im Minus, wie wir heute vorbörslich, das erste Mal, seit ich mich wirklich erinnern kann, sehr, sehr lange ist das schon her, dass alle 30 Dow Jones Titel vorbörslich im Minus waren. Wir haben SAP mit eigentlich guten Zahlen und einer kleinen Einschleimerei des Vorstandschefs, der gesagt hat, ja, diese Steuerreform, das ist doch super, da unter Trump, das verbessert alles, ist selbst der Ja-Amerikaner, 90,43 Euro, oder der großen Verlierer im DAX. Wir sehen dann zwischenzeitlich einen ziemlichen Absturz von Steinhoff, nachdem Steinhoff International Holdings, so ja der offizielle Name, man es nicht geschafft hat, morgen erinnern bitte, Dankeschön, nicht geschafft hat, hier eine Bilanz bis jetzt vorzulegen. Das hat für schlechte Laune gesorgt. Und hier sehen wir United Health, ein Schwergewicht im Dow Jones, weil die Aktie eben 239 Dollar kostet. Auch Pfizer im Minus, alles was Pharma ist, aufgrund dieser Amazon, JP Morgan, Berkshire Hathaway Geschichte unter Druck. Das kam dann noch ein bisschen mit dazu. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Märkte fürchten,
dass der Anstieg der Renditen an den Anleihenmärkten Geld verteuert, Liquidität verknappt, dass die Fed morgen möglicherweise hawkischer ist als erwartet, dass die EZB langsam den Exit aus der ultralaxen Geldpolitik sucht und findet, ebenso die Bank of Japan mithin, also die Musik leiser spielt, und die Aktienmärkte haben enthusiastisch getanzt und halten jetzt einen Moment mal inne und denken sich, vielleicht waren wir da ein bisschen unserer Zeit voraus, ein bisschen zu wild angesichts der leiser werdenden Musik. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Jedenfalls spricht vieles dafür, dass wir in 2018 nochmal jetzt nach dieser Korrektur dann die fette große Party sehen. Donald Trump wird ja heute vielleicht, so sagt es Gary Cohn, über Infrastruktur sprechen als das nächste große Ding. Das könnte dann perspektivisch die Wall Street wieder beflügeln, bevor dann eben diese Rallye einsetzt, die uns dann nochmal in neue Höhen treibt und dann die ökonomischen Realitäten uns wieder auf die Füße fallen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Abend. Bis dann, ciao.